Ich habe das Gefühl, ich bin unhappy mit meinem Wald. Wie bitte? Ja, wir haben jetzt ein Peak-Emote. Ich habe letztens Emotes geaddet, nachdem Delvin ja Amok gelaufen ist mit Gift-Subs. Und wir zwei mehr Slots hatten. Also habe ich mich hingesetzt und versucht, zwei neue Emotes irgendwie zu basteln. Eins davon ist ein Peak und eins ist ein Obo. Because I remember, dass du irgendwie, du warst immer, hey, ich hätte gern Peak-Emote. Yikes. Weil ich weiß, die sind beide Omega-Cursed. Brauchst du mir nicht sagen. I tried. Du warst das nicht? Wer war das dann? Irgendwer wollte ein Peak-Emote, ich schwör. Ach stimmt, du wolltest ein Lurk-Emote. Yeah. Maybe habe ich das einfach vertauscht. Mir sagt ja keiner was dagegen, dass du ein Lurker-Man bist. Bin ich ja auch. Wie gesagt, ich kann mich an keinen Stream erinnern in letzter Zeit, wo ich aktiv irgendwas im Chat geschrieben habe. Ist das nicht schön, dass ich diesen Boss versuche, obwohl ich ihn gar nicht machen müsste? Ich finde es interessant, dass das 1700 macht. Yeah. Das sind 800. Das ist mein Tod, wenn ich jetzt nicht aufpasse. 900. Ey, als ob jeder weitere Hit irgendwie mehr Schaden macht. Oh Gott, das ist Grab. Das ist... Nee, okay, das ist nicht Grab. Uiuiuiui. Oh, das ist Phase 2. Nö. Ich habe keine normalen Dinger mehr, okay. Du kaufst eine E und möchtest lösen. Du bist im falschen Stream. Come on. Vielleicht sollten wir mehr Magic in mein Bild adden. Und entweder sind Bosse halt einfach nur shit tanky oder ich bin einfach stupid. Oder es ist einfach, weiß ich nicht. Also ich denke mir, hey, meine Idee ist halt, ich hau einfach auf ihn drauf, wie bescheuert, aber es funktioniert einfach nicht. Ich komme einfach nicht dazu. Wie wär's mit beidem? Macho. Ich meine, das sind 1700 Schaden. Das wirkt jetzt nicht wenig. Oh, das wollte ich nicht. Well, du bist übrigens tot, Boss. I'm sorry. Ich habe aus Versehen die Mimik beschworen. Boah, Eva, hast du gerade literally die Rechtschreib-Nazi-Karte gezogen? Really?
Nee. Ah, scheint mir doch schon so. Das macht halt mehr Schaden als alles andere. Look at this. Warum hat das gerade 4000 Schaden gemacht? Wie? So viel dazu. Meteorit von Aste. Okay. Yep, das war der Boss. Ich meine, das sind 12 Souls. Das ist aus dem Level. Ja, das ist ein Level. Interessant. Der kriegt dann keinen Grace in seinem Raum? Das ist strange. Ach so, der hat das Ding hier einfach am Anfang liegen, okay. Mensch, stimmt denn schon wieder nicht mit meinem Titel? Weißt du was, wenn dir der Titel nicht gefällt, dann ändern wir den halt. Alles in diesem Spiel ist... Punkt, Punkt, Punkt. Dunk. Bitteschön. Okay, das haben wir. An sich müsste ich jetzt das Ding hier machen. Oh, da habe ich ja eigentlich gar keine Lust drauf. Oh boy. Lass dir erstmal meine Souls ausgeben. So, meine Runes. Gott, ich mag dieses Ding hier halt überhaupt nicht, weil das so ein Try-and-Error-Scheiß-Ding ist. Zumindest erinnere ich mich noch an Teil. I think. Oh ja, der geht hier runter und dann ist es, glaube ich, die Ecke hier. Yes. Ist die hier und dann gehst du runter. Richtig, und dann musst du runterjumpen. Hui. Und dann ignorierst du die 20.000 Mobs, die hier unten standen. Ach nee, stimmt, die kommen ja erst. Kröti und seine Freunde. Kröti, ich wieder da. Au. Warum habe ich kein Licht an? So düster hier. Manchmal macht das einfach absurd Schaden und ich verstehe noch nicht ganz warum. Oh Gott, das ist wieder mein Lieblingspattern. Also eigentlich gar nicht. Das wäre sogar der Weg gewesen. Aber nein. Man hat ja genau 0,5 Sekunden, um dich da oben auszurichten. Und wenn man halt falsch droppt, ist man halt tot. Lul. Try and error. Such a fun mechanic. Ich wollte eigentlich das Item aufheben, aber ich habe die falsche Taste erwischt und bin gesprungen. Manchmal passiert sowas halt. Licht an, sonst sehe ich nichts.
Und die Sonne spiegelt sich dann doch leicht in meinem Bildschirm, was schon reicht, um mich wahnsinnig zu machen. Also der Vorteil ist, wenigstens greifen die einen nicht an, ne? Die versuchen einen halt nur zu versteinern. Ja, yeah, whatever. Der kommt jetzt eh nach, wenn ich hier rauslaufe. Was eigentlich, wenn du hier gerade ausgehst? Ich meine, außer hier, Kröti McKröti. Goddammit, ich habe Webmart gemacht. Das hier ist keine Illowand. Okay. So, let's think about this. Oh Gott, das ist das richtig bescheidene Pattern. Yep. Goddammit, ich hasse das. Die Hecke ist halt stupid. Au! Ah. Aua. Ich hab mir gerade so richtig schön den Fuß angehauen. Oh. I'm dying. Nein, nicht wirklich. Aber es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Was jetzt hole ich mir auch das Item auf der anderen Seite. Vielleicht ist es ja was used, was nützliches. Außer natürlich, wie willst du das überhaupt kriegen? Du musst ja fast schon den Chariot baiten. Und die lassen sich halt nicht baiten. Die killen dich halt einfach instant. Ist auch keine Inner Wall. Aber was war meine Strat hierfür? Ich glaube, meine Strat hierfür war das, ne? Der kommt zuerst, der kommt zuerst. Okay. Hey, wir haben es irgendwie bis hier geschafft, ohne zu sterben. So, wie war das? Der Drop hier ist nicht deadly. Der hier ist auch nicht deadly, wenn du es nicht total verkackst. Du kannst dich hier in dem Licht ausrichten, wenn ich mich nicht total vertue. Let's see, ob ich mich total vertue. Nope. Und der richtige Weg war der rechte. Gott, meine Nase. Okay. So. Ja, die mochten den Streitwagen definitiv. Ich weiß zwar nicht warum, aber der ist halt... Weiß ich nicht. Insta-Death-Spikes hätten halt blöd ausgesehen, ne? Da muss man halt den Insta-Death-Streitwagen einpacken. Ja, yeah, this is interesting. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich bin der Meinung, irgendwas ist oben durch die Rune gefahren. Und ich weiß, ich kann nicht runterlaufen. Ich muss hochlaufen. Ja, aber wo bin ich denn dann safe hier? Ach, auf der anderen Seite. Ach. Ich hasse diesen Dungeon so sehr, Dude. Diese ganzen Hero Graves sind einfach, hey, wir hassen unsere Spieler.
TLDR. Ich will ja echt nicht rumknattern, ne? Aber alles so, was ich bisher nach dem Aufzug von Rold gesehen habe von dem Spiel, ne, ist ja mal einfach nur Bullshit. Also, ne? Literally. Alles, was nach jedwedigem Aufzug kam, war irgendwie meh. Ja, du kannst das Item nicht einsammeln. Nicht ohne irgendwie den größten fucking Avoidance Dance aller Zeiten aufzuführen da oben. Also besonders HP-Scaling müssen die definitiv ändern. Mit allem anderen kann man irgendwie leben, aber HP-Scaling in diesem Spiel ist ridiculous. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, im Endgame Rüstung zu tragen. Null. Es bringt dir halt nichts. Du bist immer Critical Hit. Ich werde gleich versteinert. Also ich halt an die Challenge Dungeons aus Bloodborne gehalten. Ach so, die keiner mochte. Also außer irgendwie so 5 Leute oder so. Ja, stimmt, Sekiro war auch später so, dass es egal war, wie viel HP du hattest. Das hier ist literally genau dasselbe. Es ist scheißegal, wie viel HP du hattest. Also ich meine, ja, auf dem Papier macht es einen Unterschied, aber der Unterschied ist so marginal, dass es absoluter Schwachsinn ist. Der Dopp war wenigstens gut. So, let's see. Du willst nach hier. Das Problem ist halt, ich glaube auch, dass das... Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, maybe. Weil du kriegst so viel HP, weil du konstant quasi heavy gehittet wirst. Und heavy hit ist basically, hey, du hast keine Rüstung an. Obwohl du halt Rüstung an hast. Ich weiß nicht, wie viel Rüstungswert du da haben willst. Ich meine, die Bleitrüstung ist jetzt nicht... So shit. Die ist aus der Rani-Quest. Die Rani-Quest scheint kein der Endgame zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber alles weiß ich nicht. So bis zur Stadt lasse ich mir noch einreden, dass sie an dem Spiel gearbeitet haben. Alles danach ist gefühlt. So vom Feeling her. Oh, what's this? Hä? Ich kann die Richtung ändern, aber wozu? Du kannst die Dinger nicht töten. Kannst du da drauf jumpen und ich hab's nicht realisiert? Nee, kannst du nicht. Das bringt halt Licht irgendwo hin. I guess, das muss ich hochfahren und dann wieder zurück? Wohin zurück? Maybe auf der anderen Seite? Ne, ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich meine, ich kann versuchen, da runterzulaufen, aber das letzte Mal, als ich da runtergelaufen bin, war da nichts. Außer Tod. Ja, siehst du? Das Ding dreht direkt um. Let's try.
Oh, mehr Skelette. Let's see. Das führt mich in die Richtung, wo... Hier ist ein Aufzug. Cool. Wo führt der hin? Es ist schon mal nichts unterm Aufzug. Ach, sieh mal einer an. Ich darf den nicht runterholen, weil... Warte mal. Maybe. I don't. Okay, ich muss damit dealen, dass der quasi so steht, damit ich da oben Licht habe. Warum, weiß ich noch nicht. Das heißt, ich muss mich mit dem Feuer hier auseinandersetzen. Mit wo führt mich das hin? Wo bin ich hier? Die fahren basically zeitgleich, meine Lieben. Meine lieben Liebenden, how the fuck is this supposed to work? Kann ich da überhaupt stehen, ohne überfahren zu werden? What? Woran sind die gestorben? I'm so utterly confused. Durch das Licht? Ja, aber was ist denn das für eine Logik? Das Licht, literally, dieses Licht, an dem die gerade anscheinend gestorben sind, war vorher da unten und da sind sie da auch fröhlich durchgefahren. Warum sterben die da jetzt dran? Was ist das denn für eine Logik? Das ist ein Pfeil im Gesicht. Nee, nee, das ist mein neues Piercing. Das trägt man heutzutage so. Toll, Goldschwächer. Ja, aber das führt doch nur wieder zum Anfang des Dungeons. Außer der Anfang des Dungeons ist basically auf der anderen Seite. Das macht dann super keinen Sinn. Hey, Katze. Aber hey, was macht schon Sinn in diesem Spiel? Ja, aber das ist doch davon, wo ich herkomme. Ich komme von hier. Das hier ist mein Ausgangspunkt, Spiel. Da, das ist mein Ausgangspunkt. Wo soll ich hin? So, das hier ist definitiv Death. Gar nicht, gar nicht. Priest ist an. Doesn't work. Ich meine, wenigstens kann ich mich jetzt hier frei bewegen. Macht ja schon mal viel Unterschied. Was war denn vorher noch absolut unerreichbar? Funny enough höre ich halt sonst noch. Könntest du bitte... Was? Also anscheinend fährt da noch so ein Vieh auf der anderen Seite. Weil der Gäste mein Weg ist der hier. Oh, tatsächlich.
Ja, das ist der Boss. Marika-Statue, check. Ich höre mindestens mehr als ein Skelett, check. I don't care. Egal was da drin ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass es tot ist. Weil ich werde nicht rumspielen. Oh Gott, das sind zwei fucking Dings Knights? Wie geht's dir heute? Aber wenn das so weitergeht, nicht gut, ey. Dann brauche ich psychischen Beistand. Bitte hit mich nicht. Okay. Okay. Minus eins. Okay. Das Schreien der Figuren ist ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist einfach die fucking bescheuerste, das bescheuerste Schreien, was du haben kannst. Zumindest ist das mein Plan. Warum kriege ich nicht das Item von hier, was ich hier von hier eigentlich haben wollte? Wait a goddamn second. Ich dachte, hier gibt's das komische Ding raus. Wait a second. I'm supposed to get something something. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab's nicht. Du hörst da eine gequälte Katze raus. Soll ich dir sagen, was ich da raushöre? Ich hab im Charakter-Editor gesessen, hab mir die Stimmen angehört. Und ich war so like, das klingt wie Link. Das klingt, wie wenn man Link einfach ins Dark Souls-Universum schmeißen würde. Und genau deshalb habe ich die Stimme genommen. Das war meine ganze Intention dahinter. Okay, cool. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich suche eigentlich einen bestimmten Talisman hier raus. Talisman. STGF. Roll. Crucible Feather Talisman suche ich. Azurias Herograve. Well, I'm pretty sure das hier ist Azurias Herograve. So, let's double check. Das hier ist Azurias Herograve. In the dungeon, make your way to the end of the ramp where two chariots spawn side by side. Once you reach the arch in front of where the third chariot spawns, you see a corpse leaning over the edge. Align yourself with the corpse and jump down into one of the narrow beams. Continue jumping down until you are on one of the two parallel things at the bottom. Follow them to the ladder and continue on this path through the next chariot ramp room. Enter the left passage at the end and straightforward down this hall is a room with an omen guardian, the Crucible Feather Talisman. Huh. Okay. Du versuchst das Rumgeschrei zu ignorieren, weil es dich nervt. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Ja, wie gesagt, mich hat es halt extrem an Link erinnert, deshalb habe ich es halt genommen. Ich meine, stört es mich jetzt nicht wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist ziemlich egal, welche Waffe du nimmst, früher oder später werden dir alle Waffen auf den Keks gehen. Okay, you're supposed to go here in den Dropdown.
Yeah, dropping down without dying. Flip. Wo habe ich überhaupt noch was? Ich habe gar nichts. Ich habe keine FP, nichts. Das wird lustig. So. Continue the path until next chance. Ramp room, enter the left. Okay. Wait. Meinen die die Leiter oder meinen die die? Two parallel beams. Okay, die meinen die ganz unten. Na, ich muss mal ein gutes Stück. Also das ist auch so ein Jump, ne? Wenn einer aus Dark Souls 1 kommt, dann so, ah ja, du musst übrigens den Drop hier machen. Der so, nee, das ist tot. Das ist 200% tot. Und du bist so like, nah, dude, that's fine. Elden Ring Special. So. Hier rüber hoch die Leiter. Follow the ladder and continue on this path to the next chariot's ramp. Enter the passage at the end. At the end. Hier fährt keine Chariot mehr, ne? Nee. Am Ende soll eine Passage sein, okay. Schauen wir nochmal. Ja, hier links ist eine. Und dann immer geradeaus. War zwar haftig, den habe ich vollkommen übersehen. Aua. Nicht mehr in den Rücken schlagen, das ist unfair. Bin ich hier echt nicht rein? Nee, ich bin hier links abgebogen, ne? Yes. Okay, cool. Wo ist jetzt der schnellste Weg nach draußen? Frage aller Fragen. Der Aufzug ist nicht mal hier. Wir nehmen den Aufzug wieder hoch. So, let's see. Meine Idee ist, dieses Talismännchen anzuziehen. Das Problem ist, dieser Talisman reduziert angeblich deine... also der macht deine Rolle angeblich besser, aber der reduziert anscheinend auch die Defense. Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich schon nicht schon genug auf den Sack kriege, ne? Oh Gott, jetzt bin ich hier. Oh. Ist egal, aber ich kann die alle umschalten. I don't need this anymore. So I can just do this. Go here, go here. Die sind beide tot. Und jetzt brauche ich quasi nur noch hochlaufen, geradeaus, dann müsste ich am Grace sitzen. Da muss ich hochlaufen. Okay. Ich meine, das macht halt für mich immer noch keinen Sinn, dass das Licht die Dinger tötet, weil wie gesagt, das ist die Ausgangsposition. Die fahren da unten 10-mal durch, ohne zu sterben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Aber hey. Elden Ring, I guess. Muss man nicht verstehen. Okay, so, jetzt lass mal gucken. Unsere Verteidigung im Moment ist 130 basically across the board. Mit meinem Fabring. Wie viel reduziert das? Ich gehe von 25% Defense runter auf 3. Cool. Da kann ich auch alle Rüstungen ablegen. Das macht dann einfach null Unterschied. Dann können wir wieder so das Jogginghosen-Outfit anziehen. Eieiei. Vielleicht haben sie eine maximale Anzahl an Durchfahren oder die TÜV. Ja, das ist bestimmt so. Hey. Oh mein Gott. Minus 30. Oh boy.